Hallo Leute, hier ist wieder der Xi und wir machen weiter mit Terranigma. Das letzte Mal haben wir Luran endlich abgeschlossen und sind nach der Todeswüste endlich in Loire gelandet, welches wir in der letzten Folge schon besichtigt haben. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Schloss, um dort Prinzessin Melina zu treffen, die wir, wenn wir ihr ihre Stimme zurückbringen können, heiraten dürften. So viel dazu. Hast du die Mitteilung des Königs gelesen? Morgen geht es los. Ja gut, dann halt nicht. Dann gehen wir eben erst schlafen. So, ich hoffe, ich habe jetzt schon das Richtige gesagt. Ja, okay. Gut, ich dachte, ich hätte gespoilert. So, jetzt erstmal wieder ein Hotel finden. Ach ja, da waren wir vorher schon. So, Heinz wieder. Der Giftmischer. Lucien. So. Wir dürfen ja jetzt hier bleiben. Dann schlafen wir doch mal gleich. So. Na dann. Auf zum Schloss. Maskierte Wachen. Oh ja, wieder wunderschöne Musik. Und ein Schloss, in dem ich mich jetzt, glaube ich, erstmal wieder verlaufen werde. Bücherei. Was willst du? Ich habe noch nie so viele Bücher gesehen. Junge, du beweist guten Geschmack. Ja. Klar. Buch des Verzuges gegen Stockholm. Der noch feste Wald entwickelte sich langsam aufgrund der Bodenschätze. Als ein Soldat die Hermesglocke erhielt, änderte sich alles. Die Glocke führte König Olaf und seine Garde nach Stockholm. Sie wandten den erhofften Schatz nicht. Der König war sehr erbost. Alle Bürger Stockholms wurden als Rebellen hingerichtet. Na, ganz toll. Das klingt ja nach einem sehr gerechten König. Bericht über den Eindringling. Rob Wood, der Dieb, wurde von der Königsgarde festgenommen. Er wollte wohl die goldene Statue aus dem Königszimmer stibitzen. Stibitzen, ja. Norfesterwald nach dem Feldzug. Der Norfesterwald ist jetzt von Wölfen bevölkert. Sie tauchten nach der Zerstörung Stockholms in Wald auf. Die Stockholmer benutzten früher Pfeifen, um ihre Hunde zu bändigen. Okay, was steht hier? Nichts. Auch nichts. Die Amnesie der Tochter des Bürgermeisters. Sie verlor teilweise ihr Gedächtnis und kann nicht mehr sprechen. Nichts konnte ihr bisher helfen. Wir brauchten Zeit. Hm. Tja, merkwürdig. Prinzessin Melina kann doch auch nicht mehr reden. So, mal sehen, wo es hier entlang geht. Ich glaube, ich habe die Musik etwas laut gemacht. Wo gehst du hin? Hier sind die Zimmer des Königs und der Prinzessin. Gib dir keine Mühe, sie lassen dich nicht heran. Na, das wollen wir doch sehen. Oh. Leute wie dich wollen wir hier nicht sehen. Ja. Wenn du meinst. Wo gehst du hin? Hier sind die Zimmer. Ja. Gut, dann halt nicht. Ja, also das habe ich erwartet, dass ich mich hier verlaufen würde. Das ist bis jetzt immer so gewesen. Lecker. Ach, diesmal beschwert sich niemand. Das ist das Gästezimmer. Das Zimmer, in dem sich die möglichen Bräutigame vorstellen, ist oben. Oben? Da war ich doch gerade. Vor einiger Zeit übernachtet hier ein hübscher Mann mit langem Haar. Der König sprach lange mit ihm. Er sah aus wie ein Prinz.
Ah. Okay. Ja gut, dann gehe ich gleich mal hier lang. Aber erstmal zu sehen, wo geht's denn hier lang? Quartier? Oh Gott. Mein Fall ist die Prinzessin nicht. Sie benimmt sich wie ein Püppchen. Sie spricht kein Wort und ist total arrogant. Die Kombination fand ich interessant. Fasse dich kurz, wenn du mit dem Gefangenen sprichst. Das hier. Nur keine Angst. Komm doch mal ein Schwätzchen rüber. Sicheres Gefängnis, ich muss schon sagen. Vor allem, dass hier so Wasser durch die... Mist, verschlossen. Ja, so ein Zufall. Die Prinzessin stammt aus Stockholm, einem Dorf im Nordwesterwald. Ich glaube, der König ließ das ganze Dorf zerstören. Hey, soll ich dir von meinen Heldentaten erzählen? Nun, ich fing den Halunken Robot. Ich überraschte ihn, als er sich in das Zimmer des Königs schlich. Siehst du die Narbe auf meiner Stirn? Sie stammt von diesem Kampf. Okay. So. Hier müsste ich jetzt aber richtig sein. Ja, das sieht richtig aus. So, hier gibt's wieder runter nach unten. Ja. Was sagst du denn so? Ich bin auf Wache. Ich bin auf Wache. Wir sind eins. Mental verkettete Wachen. Bist du ein Hochzeitskandidat? Sag mal einfach mal ja. Ja, genau so. Sag mal, ist die Prinzessin eine hübsche Maus? Natürlich, sei still. Warte im rechten Raum, rechten Zimmer, bis man dich ruft. Blödi, das ist das linke Zimmer, du weißt doch, wo rechts ist, oder? Ja, ich wollte nur sehen, was da drüben ist, mein Gott. Hm, dann halt nicht. Wenn ich der Mann der Prinzessin werde, habe ich ausgesorgt. Ich verliere nie, wenn es hart auf hart kommt. Zitat Ende. Sekunde. Ja. Kommt mir bekannt vor. Ist die Prinzessin hübsch? Ich hoffe es. Und du? Hey, Kleiner. Du willst der Gemahl der Prinzessin werden? Hübsch. Junge, hör mir mal gut zu. Du bist weder stark noch klug noch gut aussehend. Keine Chance. Bitte? Du meinst also, du bist perfekt? Genau. Schau nicht böse, es steht dir einfach nicht. Ich bin Roy. Die Prinzessin ist mir egal, aber ich liebe ihr Also, noch mehr Arschloch geht nicht, oder? Gegen mich bist du chancenlos, Hosenmatz. Ich finde, ich habe dem die falsche Stimme gegeben. Ab dem nächsten Mal spreche ich den ein bisschen seinem Charakter entsprechender. Hey, mit den goldenen Haaren hast du gute Chancen. Du bist der Erste, der sich der Prinzessin vorstellt. Tritt ein. Haha. So, da schauen wir mal. Was sagt ihr denn so? Seine königliche Majestät, der König, benimm dich. Seine königliche Majestät, der König, benimm dich. Wir sind eins. Mache zuerst dem König und Prinzessin Melina deine Aufwartung. Servus. Willkommen. Der Diener erklärt dir die Regeln. Ich hoffe auf dich, für die Prinzessin und unser Land. Sekunde. Wähle ich doch gleich mal einen Gegenstand aus. Denn das Blumenmädchen hat etwas von einem stummen Mädel gesagt. Und hier haben wir doch eine Stumme. Mal sehen, was passiert, wenn wir die zeigen.
die kommt mir aber bekannt vor. Prinzessin Melina? Sie sieht aus wie Melina, die ich kannte, wie die Melina, die ich kannte. Sogar der Name ist gleich. Was geht hier vor? Was? Sie ignoriert mich. Himmel! Nicht wie meine Melina. Dann nimmst du die Blume halt nicht. Da bist du. Die Prinzessin ist zu bemitleiden. Hilf ihr, wenn du kannst. Ja, ich hab doch hier die Orchidee. Und die macht immer nur, Ja, dann kann ich auch nichts machen. So, nochmal mit dem da sprechen. So, jetzt haben wir passende Stimme. Na, dann gib mal dein Bestes. Obwohl es umsonst sein wird. Passt eher zu dem Kerl. So, und jetzt schauen wir mal, was hier ist. Achso, ein leerer Vorraum. Ja. Super, können wir nichts machen. Sekunde, da rechts, glaube ich, war ich noch nicht. Oder? Was gibt's denn hier? Der König nutzt es aus, dass die Prinzessin nicht sprechen kann. Vorsicht, wenn das der König hört, lässt der Gulasch aus dir machen. Niemand weiß, wer der zukünftige Mann der Prinzessin sein wird. Glaubst du also, der König würde seine Krone einem Fremden vererben? Ich meine, es muss etwas passieren. Ich denke nur logisch. Psst. Oh, da liegt was auf dem Tisch. Immer her damit. Das beschwert sich ja keiner. Bitte? Oh nein, ich habe nichts Schlechtes über den König gesagt. In diesem Topf koche ich das Essen für alle Schlossbewohner. Da liegt schon wieder was am Tisch. Oh, da waren gerade ein paar Töne. Du gefällst mir. Sei mein. Vergiss die Prinzessin. Sie ist nicht die Tochter des Königs, sondern nur eine Waise. Ja, das weiß ich mittlerweile auch. Ja, danke für das Angebot, aber wir haben eine Freundin. So, im Lager haben wir einen Kristall. So. Schauen wir nochmal zu Rob Wood, vielleicht sagt er uns ja jetzt was. Denn offensichtlich scheint er ein wichtiger Charakter zu sein. Mal sehen. So, wieder im Quartier. Mit euch habe ich schon geredet. Na, was sagst du? Tja. Okay. Dann eben nicht. Er hätte ein bisschen mehr sagen können. Tja, offensichtlich können wir in diesem Schloss im Moment nichts mehr machen. Ja, und hier ist jetzt auch langsam der Bereich erreicht. Sekunde, ich habe da was gesehen. Was haben wir denn hier? Ja, die Pflanzen können ja nicht mehr mit uns reden. Ah, wieder so ein Bereich, wo einfach nur ein Kristall rumliegt. Sonst nichts. Keine Kiste, gar nichts. Also kann man hier wieder, ja, wieder sehr realistisch runterfallen, was auch immer das bringen mag. Kann man hier vielleicht Steine drauf werfen? Nein, das bringt gar nichts. Naja, ein Kristall mehr. Die Wand da sieht seltsam aus. Okay, wenn sonst nichts ist. Ja. Okay.
Dann schauen wir uns mal weiter um, was es hier sonst noch gibt. Meine Güte. Ja, also, wie schon gesagt, ich versuch's schon irgendwie in den Griff zu kriegen, aber mein Computer spinnt trotz aller meiner Bemühungen immer wieder. Ich weiß alles über den Wald. Die Leute nennen mich Molly. Westlich liegt der Nordwesterwald. Östlich liegt der Mooswald. Mooswald war doch das, wo uns dieser Giftmischer hingeschickt hat, wenn ich mich nicht täusche. Hier irgendwo. Er hat doch gesagt. Dachte. Egal. So. Hier hat dieser Giftmischer keine Pilze gefunden. Sekunde, da ist doch was. Ja, da ist da einer. Steinpilz. Ja. Offensichtlich war hier doch ein Pilz. Sonst nichts? Ah, da ist noch eine Kiste. Eine Götterknolle. Sehr gut. Ja gut, wir haben den Pilz gefunden. Dort hinten befindet sich... Ja, da oben ist wahrscheinlich der Nordwesterwald. Dann würde ich sagen, geben wir den Pilz doch gleich mal ab. So. Hallo Heinz. Mein bestes Rezept ist der Schlaftrunk, bekannt auf der ganzen Welt. Ich suchte im Mooswald nach Zutaten, fand aber keinen Pilz. Oh mein Gott, dieser Steinpilz. Ich selbst konnte bisher noch keinen finden. Willst du mir den Steinpilz vielleicht überlassen? Natürlich werde ich dir etwas anderes dafür geben. Ja, geh mal her. Natürlich kannst du ihn haben. Ich bin doch nett. Sie gibt den Steinpilz weiter. Danke. Das wird allen Schlaflosen ruhige Nächte bescheren. Zum Dank brauche ich dir einen tollen Schlaftrunk. Da die Zubereitung Zeit in Anspruch nimmt, komm doch später wieder. Ich finde, für jemanden, der Gifte und Tränke und sonstiges mischt, passt doch diese Stimme ganz gut. Ist vielleicht ein ganz, ganz kleines bisschen klischeehaft, aber da ich selbst gegen Leute, die solche Stimmen haben, nichts habe, finde ich das weniger schlimm. So, nochmal hier im Schloss schauen, vielleicht können wir jetzt irgendwas machen. Keine Ahnung. Aber da man jetzt einen Schlaftrunk machen kann, ich glaube, ich erinnere mich, was ich jetzt zu tun habe. Sekunde. Der hätte vielleicht nochmal. Der Bräutigam zur Prinzessin wird nach den folgenden Regeln ausgewählt. Der zukünftige Ehemann sollte vom Alter her zur Prinzessin passen. Ein schockierendes Ereignis ließ die Stimme der Prinzessin verstummen. Der König ist darüber sehr, sehr traurig. Derjenige, der die Prinzessin heilt, soll ihr Ehemann werden. Um die Prinzessin zu heilen, ist jeder Vorschlag willkommen. Allen Kandidaten stehen eine gewisse Zeit zu, ein Heilmittel zu finden. Ja. Nun. Ich soll also ein Mittel gegen die Stummheit der Prinzessin finden. Genau. Warum war der nicht markiert? Wenn du etwas entdeckst, gib sofort Bescheid. Vielleicht muss ich ja dem die Orchidee zeigen. Wir zählen auf dich. Die Schlossbewohner können dir mehr über sie erzählen. Vielleicht sagen sie dir, was sie dir was sie mir verschweigen. Ne, was sie mir verschweigen. So. Ja, ich habe schon ein paar Sachen erfahren. Dass sie eigentlich nur gekidnappt wurde, zum Beispiel. Was nicht so nett ist. Autsch. Die Musik ist wunderschön, aber diese... Okay. So, mal sehen.
ob unser Apotheker denn jetzt fertig ist. Danke für deine Geduld. Hier ist ein Schlaftrunk. Sogar ein ausgewachsener Würfel fällt sofort in tiefen Schlaf. Damit könntest du alle Bewohner des Schlosses Tiefschlaf versetzen. Geh bitte äußerst behutsam damit um und setz ihn richtig ein. Sieh als Schlaftrunk. Ja, okay, also der hat uns jetzt ziemlich deutlich gesagt, was wir tun müssen. Ja, das war eine Fetzenerinnerung, den ich noch hatte. Somit haben wir jetzt im Schloss was zu erledigen. Und es ist ja ziemlich klar, wo wir diesen Schlaftrunk einsetzen müssen. Ja, hier weiß ich wieder, was ich tun muss. Sekunde, falsche Richtung. So. Ja, wenn hier das ganze Essen gemacht wird, dann werfen wir doch den Schlaftrunk einfach mal hier ran. So. Ab in den Topf. Nicht herschauen. Geh weg. Geh weg. Ich schaue dich an. Du gehst weg. Na geht doch. Sie füllt den Schlaftrunk in den Topf. Das Essen ist fertig. Ich bin beschäftigt. Geh jetzt bitte. Yep. So. Und jetzt haben alle gegessen. Und alle schlafen. So. Schauen wir doch gleich mal. Ja, hier schlafen auch alle. Alle Wachen sind nach dem Essen aus irgendeinem Grund eingeschlafen. Hey du, würdest du mir einen kleinen Gefallen tun? Öffne doch diese Tür für mich mit dem Schlüssel der Wache. Was meinst du? Ja. Kein Problem. Ich soll also der Wache den Schlüssel mopsen? Ach, diese Sprache ist herrlich. Korrekt. Beeil dich. Ich zähle auf dich. Ja, der merkt das sowieso nichts. Bitteschön. Das muss der Schlüssel zum Kerker sein. Kerkerschlüssel. Ja, wenn das in dem Kerker Rob Wood ist, dann ist es nur gut, wenn wir den befreien. Im Grunde genommen tut er ja nur Gutes. Ja, Mist natürlich, ich muss den erstmal auswählen. Nein, möchte ich nicht. So. Ja, Mist verschlossen. Xi, benutzt den Kerkerschlüssel. Okay, Kumpel, du bist frei. Danke, Bruder. Ich schulde dir was. Zum Dank verrate ich dir, wo die Schätze des Königs versteckt sind. Im Schlafgemach des Königs befindet sich eine Geheimtür. Dahinter befindet sich ein wertvolles Relikt. Hol es dir. Okay. Dann tun wir das doch mal. Denn die Wache, die da oben gestanden hat und uns aufgehalten hat, ist natürlich jetzt auch eingeschlafen. So. Dazu müssen wir jetzt erstmal in den hinteren Teil. Ich glaube, ich muss hier lang, oder? Ja. Dann hier hoch. Nochmal eins hoch. Ja, alle schlafen. Hups. Die schläft wohl doch nicht. Oh, wenn das nicht die Prinzessin ist. Warum schlafen sie nicht, Prinzessin? Sie essen wenig. Das war unklug von unserem Charakter, das zu sagen, würde ich meinen. Hahaha, Xi, die Prinzessin scheint dich nicht zu mögen. Verschwinde. Sie sieht aus wie Melina, aber sie benimmt sich anders. So, dann schauen wir mal.
Ah, da ist immer noch die Wache, aber die können wir so rumschieben. Sekunde. Na? Ach so, okay, egal. Ja, Melina ins Schlafzimmer. Ja, so. So. Jetzt ist wenigstens ein Grund da, warum sie nicht schlafen konnte. So. Ah, da pendelt der König. Berühr die Statue nicht. Ja, das ist mehr als auffällig. Die Statue ist andersfarbig. Und der Dockgang dahinter ist klar zu erkennen. Also, wenn das niemandem auffällt. So. Und hier drin befindet sich ein sehr wertvoller Gegenstand. Aber ich würde sagen, den holen wir uns in der nächsten Folge. Gut, das war's dann für diese Folge, für heute mit Terranigma. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.